heavy. Tyr! Was für eine List ist das, Odin? Welches Spiel spielst du jetzt mit mir? Odin schickt uns nicht. Wir sind die Guten. Das ist der Kriegsgott. Diese Klingen. Ich kenne dich. Göttermörder. Und jetzt willst du mich töten? Nein, dich befreien. Bleib bloß weg! Bruder, lass mich mal! Tyr, Tyr! Schau, du kennst mich, nicht wahr? Ihr habt Mimir ermordet! Nein, 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 nein! Ja, wir haben ihn zurückgebracht. Ihr bleibt weg von mir, ihr Monster! Halt! Wir brauchen ihn! Warte! Ja, es war immer gut, ihr einen Kopf zu zeigen. Echt jetzt? Von rechts! Ja. So, bam, bam, bam. Ja. Ja. Magst du jetzt mal bitte sterben? Welches Recht? Da ist nichts. Außerdem wollte ich mich da oben eigentlich nach Loot umschauen. Jetzt muss ich die ganze Scheiße wieder hochlaufen. Muss das denn sein? Leute, Leute, Leute. Boah, ja. So. Machen wir mal so und dann. So, bam. Leg dich hin. Geht's mir ein bisschen auf den Sack. Könnt ihr jetzt noch bitte mal sterben? Danke. Okay. Tyr, warte! Wir sind Freunde! Bitte! Ich höre Sie! Hör uns einfach zu! Wir wollen dir helfen! Atreus! Hier lang! Halt ihn auf! Vielleicht ist es ziemlich holprig für mich, nicht wahr? Wie heißt? Pass bloß auf, gerade! Okay. Von hinten? Wow! Hinter dir, pass auf! Ja, ja, ich bin schon dabei. Okay, ihr wollt es nicht anders. Tut mir leid. Oh, mir. Ja, ja, das ist mir gerade sowas von egal. Dann machen sie halt auf die altbewährte Art. Ach, die Kloster. Von rechts!
So. Leg dich jetzt mal bitte hin. Danke. Das ist der letzte. Suchen wir deinen Sohn. Nee. Ich nehme erstmal das. Und dann will ich mich noch ein bisschen umgucken, bitte. Weil auch wenn diese künstliche Hektik immer ganz nice ist. Ah, ich habe keinen Bock, dass ich den halben Blut übersehe. So. Danke, das ist aber gut. Da kommen wir noch nicht durch, okay. Hier, alles gut. Alles wird wieder gut. Oh, feiner, feiner, feiner. Atme tief durch. Wir wollen dir helfen. Lass ja. mich einfach in Ruhe. Tyr, hör zu, ich schwöre, wir wollen dir nichts tun. Wir wollen dich nur Geht befreien. Weg von mir, bitte. Dich in Sicherheit bringen. Ich weg von Odin. Zeigt Gnade. Das ist mein Vater. Wir helfen anderen. Ich gehöre nicht hierher, bitte. Es wird schlimm, wenn er zu uns ist. Bist du kein Soldat? Bist du kein Anführer? Reiß dich zusammen! Mein Sohn hat uns hierher gebracht. Wegen dir! Sinan! Du? Wieso? Du kennst mich nicht. Ich kenne deine Taten. Du halfst den Riesen. Wir revanchieren uns. Wir? Wir gehen jetzt. Kommst du nun mit uns? Der Kleine hat leichte Ähnlichkeit mit Hawkeye. Ist das euch schon aufgefallen? Gerade so richtig schön aufgefallen. Hier. Die Statue im See hat ein Speer. Du brauchst sicher eine Waffe. An der Stadt? Nein. Das ist sehr nett, aber nein. Danke, nein. Aber... Na gut. Ich lief weg, denn ich weiß nicht immer, was real ist. Manchmal ist da ein... Das ist doch keine Schande, Bruder. Es ist eine wirklich seltsame Zeit. Ihr hört ihn auch reden? Wir müssen heimkehren. Tja, Mimir quatscht so immer vor sich hin. So, und ich sehe schon in die Höhle kommt ein Wind. Er kommt von hier drüben. Vielleicht ist da ein Ausgang. Ja. Mit welchen Namen soll ich euch anreden? Ich bin Atreus. Mimir kennst du ja schon. Und das ist mein Vater, Kratos. Wie kommt es, dass ein Spartaner Sohn für die Jötnar spricht? Meine Mutter war die letzte Riesin Midgards. Laufey? Laufey. Ich erinnere mich. Auch sie wollte anderen helfen. Jetzt ist sie im Licht von Alfheim. Tut mir leid für dich. Okay. Sieht trotzdem immer noch sehr geil aus hier. Also die Level-Designs sind immer noch atemberaubend schön. Da fühle ich mich richtig so mitgenommen. Ja. Klingt komisch, aber es fühlt sich wirklich so richtig gut an. Glaubwürdig. Ist dir gut? Die sind bloß viel stärker, wenn man nicht gerade sitzt. Okay. Bitte, lasst mich das tun. Das ist doch das Mindeste.
Praktisch. Praktisch, Kollege. So. Ah, schöne Sache. Wieso erzürnt ihr Odin, um mich zu befreien? Tja, Ragnarök naht. Das wusstest du hoffentlich. Wir dachten, du willst helfen. Er befreit mich, um einen Krieg zu beginnen? Nein! Also, Tyr. Schön, dass wir uns wiedersehen. Mimir, was ist dir passiert? Ja, ich hab's dir gleich getan. Verrat, ewige Gefangenschaft, abscheuliche Folter durch die Hand des Allvaters. So etwas hattest du nicht verdient. Du etwa? Allerdings hatte ich eine etwas bessere Aussicht als du. Wir fanden ihn auf einem Berggipfel, umschlungen von Baumwurzeln. Um ihn zu befreien, mussten wir, tja, das... Höchst erfreulich. Für alle Beteiligten. Ja, interessant auf jeden Fall. Alles gut? Das Licht, es ist so lange her. Da vorne ist ein Felsen. Der Schatten wird deinen Augen guttun. Komm. Du sagtest Ragnarök naht. Das heißt Baldur... Baldur ist tot. Odin schickte ihn auf die Jagd nach einem Riesen in Midgard. Dann traf er auf Kratos. Jedenfalls versprach ich, die beiden zum höchsten Gott der Welten zu bringen, wenn sie mir den Kopf abhacken und Freya überreden, ihn zurückzubringen. Mimir, erzähl von Baldur. Dazu komme ich ja gleich. Es war ja nicht alles Mord und Totschlag. Hey, wir sind wieder im Sumpf. Oh. Vorsicht! Du magst das, ich mach das. Bruder, der Grimm sitzt da ganz oben. Naja. Ich bin dafür dabei. Dann müsst ihr jetzt bitte mal aktiv werden. Okay, von hinten! So. So. Bitte einfach mal töten, nachsichtig wie du bist. Danke. Da fliegen die Köpfe. Da hat man Spaß. Hinter dir, Bruder! Okay. Ach komm jetzt! In meiner Attacke! Mann! Von so einem Billigviech, weißt du? Bist du gerade am Angreifen und der macht so klack mit einem kleinen Fingernagel und du legst da und denkst dir, nein. Meine Fresse. Ich habe manchmal ein bisschen frustriert hier. Vorsicht! Ist schon gut. Ich mach das. Ja, ja. Schlag den Grimm nieder, bevor er uns alle vergiftet. Hallo. So. So. Schöne Sache. Okay, ein weitreichender Angriff. Okay, wo bist du? Gehen wir es heute noch hin oder ist morgen oder? Arm. Na dann. So.
hier. Schöner Schlag, Kratos! So. So. Scarva! Hinter dir! Alter, von allen Seiten kommen die. Hey, komm da runter und kämpfe! Komm runter. So, komm her. Und stirb einfach bitte. Was ist jetzt endlich? Wir müssen weg, bevor noch mehr angreifen. Oh ja. Du hättest den Speer nehmen sollen, um dich zu schützen. Nein. Ich habe der Gewalt abgeschworen. Aber du bist der Gott des Krieges. Hat sie Füße aus. Wenn Odin Ragnarök beginnt, du würdest wirklich nicht kämpfen? Nicht einmal, wenn ich wollte. Okay, das ist interessant und verstörend zugleich. Man weiß nicht, was ihm alles widerfahren ist, ne? Also das mal außen vor. Aber pazifistischer Gott des Krieges ist interessant. Durchaus irgendwie interessant. Ach, guck mal, jetzt weiß ich sogar, wo wir hinkommen. An den Anfang. Bevor wir weiterziehen. Die Wahrheit. Was genau wollt ihr von mir? Ihr sprecht von Ragnarök. Ist es ein Kriegsgott, den ihr zu finden hofft? Braucht ihr diesen Tier? Atreus. Ich. Verzeiht mir. Ich bin dankbar für meine Freiheit. Aber wenn ich mit euch in den Krieg ziehen soll, oder schlimmer, euch anführen, dann tötet mich. Ich kann nicht kämpfen. Es geht nicht mehr. Niemand tötet dich, Bruder. Lieber das, als Ragnarök zu erleben. Wir suchen keinen Krieg. Wir wollen nur Antworten. Ich weiß nicht, wie ich euch helfen kann. Das macht nichts. Die Riesen vertrauten dir. Diesen Tier brauchen wir. Wir brauchen dich. Na gut. Ich brauche nur ein bisschen Schlaf. Das kriegen wir hin. Und eine Mahlzeit. Das kriegen wir auch hin. Crazy Blackout, dankeschön für dein Follow. Ihr habt die Wachen getötet, die mein Essen bringen. Wie wär's? Möchtest du jetzt vielleicht weiter erzählen? Die Söhne Thors griffen uns an. Wir töteten sie. Baldur wollte Freya töten. Ich brachte ihn um. Du hast ausgelassen, wie wir die Walküren bekämpft und befreit haben. Und dass alle Riesen fort sind. Und dass sie mich Loki nannten und die Schreine Riesen und... sind fort? Als wir nach Jötunheim kamen, waren sie alle... tot. Tot? Glaubt ihr das, Odin? Wissen wir nicht. Okay. Ich glaube, wir sollten hier lieber schleunigst verschwinden. Wow, was ist das? Verstärkung aus Asgard. Die Einherjar werden mein Verschwinden gründlich untersuchen wollen. Sind die durch den Himmel zwischen den Welten? Odin hat Tricks auf Lager, an die wir nicht mal zu denken waren. Sie landen auch in Nidavellir. Was ist mit den Zwergen? Für solche Bedenken ist es zu spät. Wir müssen gehen. Jetzt. Also Blackout, machst du hier gemütlich hauptsächlich Storygames und Minecraft auch. Aber Minecraft ist im Moment ein bisschen weniger
Genießen wir im Moment sehr viele Stories. Wir haben letztens Unplugged der Requiem durchgeballert. Und sind jetzt dabei, seit heute Morgen hier God of War zu genießen. Und demnächst wird noch das ein oder andere Story-Game kommen. Ja, und natürlich auch im Dezember der Stream Clash Spenden-Event von MTL und mir mit 15 Leuten. Also von daher, hier gibt es genug. Einiges zu erleben, einiges zu tun. Oh. Und ein Haufen. Es ist so lange her. Ich hatte seine Schönheit vergessen. Ja. Tyr, auf deinen Reisen, haben die Riesen je von Loki geredet? Tut mir leid. Der Name kommt mir nicht bekannt vor. Die Riesen sind Waren. Ein sehr verschlossenes Volk. Ergibt Sinn. Wenn ich ausgeruht habe. Okay. So, ich wollte nämlich mal ganz kurz in den Fähigkeitenbaum rein, weil wir haben doch ein bisschen was möglich, ne? Wir haben hier zum Beispiel, können wir das da, den Frostwurf 2 noch machen. Und hier können wir, drücken Sie A2, während Flammenpeitsche und Klingen nachzustoßen, eine schwere Brandexplosion auszulösen. Was haben wir hier? Noch schneller ausführen. Da bin ich dabei. Noch schnelleres Ausführen von Angriffen ohne Schaden zu nehmen, da bin ich voll dabei. Probsuchtsanfall, ach, das ist R1 gedrückt halten. Ah, das ist die Kombi, die Autokombi, da wo du nichts mehr drücken musst, sondern einfach nur gedrückt halten. Also quasi kämpfen für Dumme. Was ja eigentlich fast niedlich ist, aber irgendwie auch traurig. So, machen wir das mal alles soweit voll. Dann können wir uns da nichts mehr leisten. Ist nicht so schlimm. Kein Thema. Aber wir haben uns auf jeden Fall schon mal einiges abgefrühstückt. Jetzt gehen wir erstmal zu unseren Zwergenkumpels. Ein Baumhaus. Oh, Tyr, du bist am Leben. So, eine Sekunde. Er ist nur müde. Ich habe ihm Essen und etwas Ruhe versprochen. Natürlich. Eine Sekunde, kurze Pause. Ach ja, so, ich bin wieder da. Hat ein bisschen gedauert. Sorry. Aber Family geht vor. Und die Kleine hat gerade, ja, sich das Essen nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ja, mal so. Von daher. Oh Gott. So. Ach ja. So, machen wir weiter, würde ich sagen. Hast du das? Na, mal sehen, was sich machen lässt. Bitte, tritt nur ein. Wir sind gleich da. Ich glaub's ja nicht. Ja, wir haben ein Tyr mitgebracht. Hahaha. Er erinnert mich echt ein bisschen an Hawkeye. Ein bisschen. Also, können wir besprechen, was wir jetzt machen? Es gibt viel zu bedenken. Wir sprechen morgen früh. Oh, also gut. Morgen früh. Halt still! Halt still! Ja! Schon viel besser, danke. Siehst du? Schlaf gut hier. Ich lege mich auch hin. Morgen steht viel an. Also, Tyr, dir wurde wohl einiges versprochen. Dann wollen wir dich mal unterbringen, ja? Komm einfach mit. Hey, schaut euch mal an, was ich für euch habe. Ja, ich bin ja schon da. Ich gehe davon aus, dass das niemanden stören wird. Ich kümmere mich um ein Quartier. Ich guck erst mal, was du in meiner Kiste hast. Bitte, mach dir meinetwegen keine Unruhe. Da kommen ja immer mal schöne Sachen rein. Ja.
aber da sind meine Besen drin. Mehr brauche ich nicht. Ehrlich, das reicht mir auch schon. Erstmal ein bisschen Hacksilber. Vielleicht ein paar Hartkekse. Hartkekse? Irgendeine Art Spezialgegenstand. Den nehmen wir mit. Auf jeden Fall. Leider nur einer, aber gut. Irgendwann kann man auch einkaufen. Ja, schrei halt nicht so rum. Aber wir haben. Können bei dir. Doch, wir können was machen. Können wir was machen? Ah, hallo. Machen wir. Brustrüstung, Stufe 3, Armrüstung. Zwergenstahl habe ich keine, Hüftrüstung. Vitalität und Abwehr. Kann ich die ausrüsten? Ja. Da geht was langsam. Vitalität auf 23. Zwergenstahl habe ich leider keinen. Schick. Schick, schick, schick. Stufe 3, wir sind auf Stufe 2. 128, 143, okay. Eine Entscheidung getroffen? Ja, ich bin gerade am Überlegen. Frostflamme habe ich keine. Aber wir können den Knauf verbessern. Das bringt uns Stärke und Glück. Der bringt nur Stärke. Und der wütende Schlegel. Den haben wir equipped. Den können wir mal verbessern. Herstellbar, nö. Wollen wir mal verbessern. Steinholz haben wir. Den haben wir equipped, aber Steinholz haben wir nicht. Da würde die Abklingzeit runtergehen. Nö. Klingt zwar echt süß, aber nö. Und Chaosflamme haben wir leider auch keine. Verbessern. Damit hältst du ordentlich aus. Yep. Schlackenablagerung. Und der würde Abwehr plus 10 bringen. Der würde die Abwehr auf 25 pushen. Also 15 mehr. Nein, nein, nein. Da haben wir nämlich nichts zum Verbessern mehr. Das ist also von Tier übrig. Hm? Da, wo ich herkomme, würde man sagen, er hat einiges durchgemacht. Ja. Haben wir alle. Du bist ja richtig Füller-Sofisch. Oh Mann, und da sagen die Leute, ich habe schlechten Humor. Füller-Sofisch. Okay, das sieht ein bisschen komisch aus. Nice. Woran denkst du, Bruder? Ich denke, ich will, dass alles wieder wird, wie es war. Tja,
Ich würde gerne auf Bäume klettern. Manches ist einfach vorbei. Ich wünschte, Atreus wäre nicht so rastlos. Ich will nur, dass er sicher ist. Ich weiß, Bruder. Doch ihn festzuhalten, bewahrt ihn nicht vor Gefahr. Der Junge ist entschlossen, eigene Fehler zu begehen. Und ich fürchte, Tyr wird einer davon sein. Ich sah noch nie, dass jemand derart gebrochen war. Sein Schmerz ist frisch. Du erwartest zu viel. Ja, mag sein. Dumm, dass Freya dich immer noch töten will. Sie wäre als Verbündete gut. Das ist keine Option. Nein, ist es wohl nicht. Kannst du nicht schlafen? Schleich dich nicht so an mich heran. Ich muss in Midgard was tun. Was? Ohne mich? Ich dachte, wir sind Partner. Sind wir? Ich war nicht sicher, ob du mit willst. Ich besuche eine alte Freundin. Oh, verstehe. Oder möglicherweise auch nicht, wenn man bedenkt, dass sie entschlossen ist, sich umzubringen. Das würde sie nicht. Also, ich finde es toll, dass du nur das Beste in jedem siehst. Wirklich. Und ich will, dass du weiterhin so denkst. Aber dafür darf dich auch keiner umbringen. Wir brauchen sie. Das ist es wert. Ist es das? Oh, ich steuere ihn. Wie ist mit einer Alternative? Etwas weniger Riskantes, das dir aber vielleicht Antworten liefert? Wovon redest du da? Ein alter Freund, den du schon länger nicht gesehen hast. Ein sehr riesiger Freund. Jörmungandr? Hast du ihn gefunden? Warum zeige ich es dir nicht? Liegt auf dem Weg zur rachsüchtigen Göttin, die dich tot sehen will. Also haben wir Zeit zu entscheiden, nicht dorthin zu gehen. Also, weißt du, wo Freya ist? Nein, nein. Ich meine ja, aber reden wir erst mal mit der Schlange und dann bringe ich dich nicht zu Freya. Wie klingt das? Okay. Ich steuere ihn. Das ist neu. Das ist absolut gottverdammt neu. Das lässt Spielraum für alle möglichen Spekulationen, die du jetzt gerade aufstellen kannst.